Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Monster Hunter Wilds, hier immer noch aus der Beta. Ganz kurzes Tipps und Tricks Video, Hinweisvideo, wie auch immer, oder auch eine kurze Analyse nochmal aus der Beta. Hier zum Beispiel, dass wir da die Schmiede noch nicht benutzen konnten, also das wäre jetzt der Ort gewesen, wo wir eventuell unsere Waffen hätten schmieden können, hier in dieser, ich sag's mal so, Sanddüne oder wie auch immer, diese erste Map, wahrscheinlich erste Map Windebene, oder wenn ich es gerade richtig lese, heißt, ich gehe mal davon aus, dass die erste Map auch im Spiel sein wird, dass das wirklich der Anfang vom Spiel ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann haben wir hier im westlichen Bereich halt eben unser Basislager, wo man dann an ein Zelt reisen kann. In dem Zelt kann man dann auch, oder nicht nur in dem Zelt, sondern auch hier an der Schmiede, kann man natürlich dann Waffen bauen, Rüstungen bauen, eventuell hier Mahlzeiten zu sich nehmen hier in der Basis. Man kann, wie gesagt, hier seinen Palico irgendwie dann neu vorbereiten für die Jagden, kann sich Objekte mit in den Beutel nehmen, kann die Objekte neu sortieren, kann auch hier den Bildbau vorantreiben, also dann hier die neuen Teile ausrüsten und so weiter und natürlich auch die neuen Waffen und so weiter sich dann mal reinziehen oder überhaupt mal ausprobieren. Das würde ich auch am Anfang raten, aber dazu komme ich, glaube ich, in der nächsten Folge mehr. Da gehen wir so ein bisschen auf die Waffen hier ein. Da möchte ich so ein paar Hinweise, sage ich mal, geben von einem Spieler, der halt bei Monster Hunter World, was weiß ich, seine 400 bis 600 Stunden drin hatte. Und da kann ich schon ein bisschen was zu den Waffen sagen. Und vielleicht dem einen oder anderen da eine Hilfestellung geben, mit welcher Waffe er vielleicht beginnt oder vielleicht ja am Anfang mal die ersten Jagden macht. Jo, das dazu, mehr wollte ich gar nicht sagen. Hier Zelt, Waffen wechseln, Objekte neu sortieren und so weiter. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.